Herzlich willkommen zu der Anleitung zu meinem Spiel Bonfire. Ein familienfreundliches Spiel für 3 bis 4 Personen, ein Teamspiel, ein Überlebensspiel und ein Strategiespiel, in dem es darum geht, von einer Insel gerettet zu werden, indem man ein großes Feuer baut. Jeder Spieler erhält eine Spielfigur und einen Zehnerwürfel und sucht sich einen von 4 Stränden aus. Dabei kann jeder Spieler nur von einem Strand starten. Der jüngste Spieler beginnt und fängt mit seinem Zug an. Als erstes zieht er sich einen S- und einen Wasserpunkt ab. Erst dann darf gewürfelt werden. Der Spieler darf so weit vorgehen, wie Augen auf dem Würfel oder vorher schon stehen bleiben. Wenn er ein Aktionsfeld betritt, muss er eine Karte ziehen und diese ausführen. Dann ist der nächste Spieler dran. Nahrungs- und Wasserkarten sind wichtig zum Überleben. Hat man 0 Wasserpunkte zum Beispiel, verliert man jede Runde einen Lebenspunkt. Genauso bei Nahrungspunkten. Ist man bei Nahrungs- und Wasserpunkten auf 0, verliert man jede Runde 2 Lebenspunkte. Sind die Lebenspunkte auf 0, ist der Spieler gestorben. Es darf nur ein Spieler sterben, dieser darf aber immer noch mitdenken. Die Karten und restlichen Nahrungs- und Wasserpunkte des verstorbenen Spielers dürfen beim Vorbeigehen aufgesammelt und genutzt werden. Die Lebenskarten beinhalten mehr als nur Lebenspunkte. Hier gibt es die Spitzhacke, die Axt, für jeden Spieler ein Widerhaken und die Streichholzschachtel, welche für das erfolgreiche Beenden des Spiels notwendig sind. Dazu gibt es andere Karten, die gemeinnützig sein können, wie das Boot oder den Regen, aber auch Karten, die gefährlich sein können. Wenn man ein Objekt, wie zum Beispiel eine Axt hat, kann diese einem anderen Spieler übergeben werden, wenn man an diesem vorbeigeht oder neben ihm stehen bleibt. Dasselbe gilt für Wasser- und Nahrungspunkte, allerdings nicht für Lebenspunkte. Mit der Axt und der Spitzhacke kann man Holz und Steine beschaffen. Man braucht 10 Stücke Holz und 5 Steine, um das Feuer fertig aufzubauen. Der Widerhaken wird benötigt, um über die grauen Fußstapfen gehen zu können und die Berge zu erklimmen. Wenn alle überlebenden Spieler auf dem Berg sind und ein Spieler, welcher es auf dem Berg geschafft hat, die Streichholzschachtel besitzt, ist das Spiel gewonnen.